Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Ja, beim letzten Mal waren wir hier im Gasthaus stehen geblieben, hatten schon meditiert, bis es nachts war und sind immer noch dabei, diverse Quests zu erledigen, bevor wahrscheinlich hier das nächste Kapitel weitergeht vom Spiel. Wir wollen noch so viele Nebenquests wie möglich mitnehmen, um hart zu leveln, dass wir stärker und besser werden als Hexer. Unter anderem auch, um einfach noch ein bisschen Money zusammenzukriegen, was wir dann hoffentlich in bessere Ausrüstung oder ähnliches investieren können. Werden wir sehen. Jetzt aber erstmal zurück zur Quest. Wir hatten mit einer Pflegekraft hier vom Kloster gesprochen, die in Not war. Der Problem es war, dass ihre Großmutter irgendwie Rambazamba gemacht hat und total komisch war. Unsere Aufgabe ist es nun, bei der Oma vorbeizugucken. Des Tags hat sie uns aus dem Haus geschmissen. Jetzt gucken wir einfach mal in der Nacht vorbei. Mal gucken, was da so passiert. Plump. Großmutter schläft, okay. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen die Schränke an. Müssen wir jetzt leise sein? Psst, psst, Großmutter, psst. Ich durchsuche nur deine Schränke. Psst. Noch ein Schränkchen. Psst, 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 psst. Ganz leise. Die Kommode. Wir tun hier niemandem was. Und dann gucken wir einfach mal in den Keller. So, was da Schönes lauert. Bestimmt irgendwas Fieses. Ein Flatterer. Na, wer hätte es gedacht. Flatterer sind jetzt aber nicht das Problem. Mit denen wissen wir umzugehen. So, Zack, zack, zack. Und da hat es den Flatterer erledigt. Warum auch immer hier ein Flatterer im Keller rumspringt. Mir eigentlich ziemlich Wurst. Wir haben ihn auf jeden Fall kaputt gemacht. So, hier gibt es noch eine hübsche Fackel, die wir mitnehmen können. Vielen Dank für die Fackel. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Haben wir die schon geplündert? Ja, ich glaube schon. Wir können ihn auf jeden Fall nicht plündern. Sonst würde da was stehen. Gut, haben wir also geschafft. Gehen wir nach oben. Oma, was machst du da? Oma. Ihr Unhold. Mein lieber Sohn. Ich rufe die Wachen. Frau, schaut mich an. Dieses Ding da unten war nicht euer Sohn. Öffnet die Augen. Was mache ich hier? Wer seid ihr denn? Raus aus meinem Haus! Okay. Wir haben auf jeden Fall das Ungetier im Keller erledigt. Die Alte scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Ist auch nicht schlimm. Das Viech ist tot. Wir haben es geschafft. So, steht die jetzt hier auch noch bei Nacht draußen rum? Oder was? Oder ist sie jetzt effektiv drin? Ah, hier ein bisschen Eisenkraut können wir noch mitnehmen. Hundi, darf ich mal? Achso, mehr gibt's nicht. Ja, nehmen wir hier die von den Blumen noch ein bisschen was mit. Ja. Jetzt geht's. Gerade eben wollte irgendwie die Laufentaste nicht so funktionieren, wie ich mir das erhofft hatte. Krankenhaustür. Hallo. Sankt Majoran. Sankt Majo. Das Krankenhaus Sankt Majo. So, wo ist denn die jetzt? Kranke Leute. Eine kranke Schwester. Hey, Moment, Krankenschwester. Ja, das könnte natürlich sein. Und ihr habt noch eine Holztruhe? Die habe ich noch nicht geplündert. Was ist da los? Vielen Dank. So. Ich bin so müde. Echt mal. Welche von euch zwei ist denn jetzt die, mit der ich... Der Arzt, den ich kenne, sagt, ich möchte feiern. Rot an Rot und Weiß an Weiß mit dem Mir haben. Das kann nicht schaden. Okay. Wollen wir bei dem Altar noch irgendwas machen? Hier ist noch was zu essen. Ich halte einen Mistelzweig? Was? Ja, Moment.
Ach, hier unten, Mistelzweig. Cool. Na komm hier, schmeiß mal dem Altar ein bisschen was zu essen in den Rachen. Noch ein Mistelzweig, juhu. Noch ein Mistelzweig. Geil. Was machen die? Hydragenum. Mhm. Brauchen wir das für irgendwas? Ja, davon haben wir schon ein bisschen was, also... Macht jetzt keinen großen Unterschied, auf jeden Fall. Können wir dir was zu essen in Rachen schmeißen, dem Altar, und... Der freut sich sehr. So, aber die Krankenschwester ist jetzt hier effektiv nicht mehr anzutreffen. Ah, hier ist noch ein Kleiderschrank. Na, ihr Kranken. Alles klar bei euch. Ey, yo, was geht? Alles klar bei euch. Wie spät? Gleich 9? Naja, nicht wirklich. Okay, wir nehmen natürlich alles mit aus dem Wäschekorb. Ein paar schöne kranke Handschuhe, die können wir irgendeiner Jugend Maid schenken. Dann freuen die sich über so pestverseuchte Handschuhe. Ich meine, wer möchte sowas nicht haben? So, anscheinend müssen wir warten, bis wieder Tag ist, um hier effektiv was machen zu können bei dem Krankenhaus. Schade. Gut, ist aber auch nicht schlimm. Dann warten wir halt, bis Tag ist. Dann können wir mit Carmen reden, der wir ja den Trank gegen Lykanthropie gegeben haben. Und danach können wir nochmal hier hingucken, ob diese Pflegekraft in Not immer noch da ist. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Dann hätten wir schon fast alle Quests hier erledigt. Oh. Also, ab ans Feuer. Banditen und arme Frauen. Ja, was soll denn das? Feuer dran gesetzt. Einfach mal so neben so einem Heinzeln hier. Meditieren wir mal eine Runde vor uns hin. Alchemie, können wir irgendwas machen? Gar nichts können wir machen, weil wir keinen Alkohol dabei haben. Ah, na ja, gut, dann lassen wir das halt. Gibt es denn heldentechnisch irgendwas zum Aufstieg zu sagen? Nein, gut. Wir meditieren also bis in die Morgenstunden ganz gechillt vor uns hin. Ja, denn meditieren tut immer weh. So. Pling hat's gemacht. Oh, hat's Pling gemacht. Ich habe keine Ahnung. Der Zwerg freut sich auf jeden Fall. So, wir fragen erstmal Carmen, was denn... Ja, ich bemerkte dich ja schon. So, was geht denn ab? Ja? Ja. Hat der Trank gewirkt? Ach, Meister Hexer. Ich habe dafür gesorgt, dass Vincent ihn schluckt, aber es ist nichts passiert. Was? Wir finden eine andere Lösung. Ja? Es heißt, dass wahre Liebe Bestien in Menschen verwandelt. Aber wir lieben uns doch. Regelmäßig. Liebe ist mehr als nur im Bett rumtollen. Ich weiß, dass Vincent mich nicht liebt. Manchmal, wenn er wütend wird, nennt er mich eine dreckige Hure. Carmen. Ich weiß, was ich bin. Aber für ihn wollte ich wie andere Mädchen werden. Verdammt, ich würde sogar sticken lernen. Was können wir denn sagen? Ich würde sagen, wir nehmen sogar das zweite. Denn es ist klar, weil das erste schwerlich Experten in Liebesding, das ist wohl richtig mit Hexern. Allerdings ist das zweite so ein Lösungsansatz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nehmen wir das doch einfach. Hör zu. Es ist klar, dass Vincents Lykanthropie nicht euer größtes Problem ist. Sagt ihm, dass ihr ihn liebt. Schildert, wie ihr ihn heilen wolltet. Wenn er kein völliges Schwein ist, spricht er darauf an. Er ist hin und her gerissen zwischen mir und seiner Arbeit. Er muss lernen, Prioritäten zu setzen. Hexer, bitte redet mit ihm. Er ist auf der Station. Okay. Also dürfen wir jetzt nochmal mit Vincent reden? Verdammt, das wäre eine Missgeburt. So, Moment, wir gucken uns nochmal hier kurz an. Die Schöne und das Biest. Kann überhaupt, dass Vincent sie nicht liebt. Ihr sollt mit dem Hauptmann sprechen. Ja gut, machen wir. Besorgte der Krankenschwester, können wir vielleicht auf dem Weg auch gleich vorbeigucken. Ja. So ein doofes Spiel. Echt mal. Moment, reden wir jetzt von The Witcher? Weil das ist überhaupt nicht doof. Ich finde das eigentlich ganz cool. So, da ist der Gärtner, da ist ein bisschen Eisenkraut, aber...
Noch mehr Eisenkraut? Noch mehr Eisenkraut. Gut. Ist aber jetzt nicht so das Wahre. Reisender. Talos Dings. Das ist ein Hund. Alles klar. Gut, dann gucken wir mal hier rein, ob die jetzt hier rumspringt. Die kranke Schwester. Im Krankenhaus. Oder, naja, es ist ja nicht direkt ein Krankenhaus. Die liegen da auf dem Boden rum. Es ist eher so ein notdürftig eingerichtetes Quarantäne-Ding. Infanterist des Ordens. Krankenschwester, Krankenschwester, Krankenschwester. Wir werden alle sterben. Krankenschwester. Altar der Mytele. Ja, wo ist denn die jetzt? Reden einfach mal so quer durch. Ich bete jeden Tag zu Melitele, dass oder Melitele. Arzt, den ich kenne, sagt, könnte ich doch nur schlafen und weiß anweisen. Vertikale Pupillen, blasse Gesichtsfarbe. Sofort wieder ins Bett. Ja. Warte, vielleicht dir? Wir werden alle sterben. Könnte ich doch nur schlafen und diese Schrecken vergessen. Ja, wo ist denn die jetzt? Hä? Ja, das denke ich mir auch gerade. Gut. Bringt also nichts. Da ist sie nicht. Dann reden wir notfalls erstmal mit Vincent. Vielleicht finden wir die gute Dame ja auch irgendwo unterwegs. Das heißt zwar, dass sie hier irgendwo sein soll, aber... nö. Gut, Reisende. Nö. Da ist auf jeden Fall der Vincent. Ich werde mal an dieser Stelle kurz speichern. Speichern. Neues Spiel. Speichern. Vincent! Seid gegrüßt. Ja. Carmen bat mich, mit euch zu sprechen. Hexerdetektiv und Hexertherapeut. Kurz gesagt, gefällt es Carmen nicht, dass ihr ein Werwolf seid. Was geht euch das an? Das liegt nicht in meiner Hand. Ich kann den Fluch von euch nehmen. Aber ihr müsst es wollen. Wollt ihr euer Leben mit Carmen teilen? Hexe. Würdet ihr eure übermenschlichen Kräfte für die Liebe opfern? Kräfte, mit denen ich das Böse bekämpfe. Kräfte, die euch eines Tages umbringen. Noch habt ihr eine Wahl. Ich werde darüber nachdenken, Hexe. Liebe kann Berge versetzen, aber... es muss wahre Liebe sein. Gehen wir halt zurück zu Carmen. Und fragen, ob sich was geändert hat. Wahrscheinlich nicht, weil... würde mich jetzt wundern in der kurzen Zeit. Aber wir gehen trotzdem mal hin. Vielleicht gibt uns das Spiel tatsächlich die Möglichkeit... mit der Carmen zu reden. Das ist Reden, das macht man mit dem Mund, mit Worten und immer diese Kommentare von den Leuten dazwischen. Das ist voll cool. Das bietet mir quasi Grundlage. So, red mal mit Carmen. Ach, ja, gucke. Ja? Ja. Ich sprach mit Vincent. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ich bin ja so glücklich. Endlich. Er sagte, wenn mir so viel daran liegt, hat diese Liebe wohl eine Chance verdient. Das erste Mal, dass ich ihn hab weinen sehen. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten. Aber na, gucke. Das ist noch nicht alles. Ich habe in letzter Zeit kein Haar mehr im Bett gefunden. Vielleicht... na egal. Ich will ja nichts heraufbeschwören. Es wird alles wieder gut. Das ist schön zu hören. Wahre Liebe kann Wunder wirken. Tja. Kannst du mal sehen. Dann haben wir die Quest also effektiv beendet. Ob das jetzt gut ist für uns oder nicht, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Ding, mit dieser wunderschönen beendeten Quest machen wir erstmal den Cut für die Folge. Aber gleich geht's ja weiter mit dem zweiten Teil. Also bis gleich.